Willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, Buchenwald, Birkenwald, Tannenwald. Ja, und da gibt es noch eine Biersorte, die klingt so ähnlich und endet mit alt. Aber ich bin mehr so der Hefeweizentrinker. Gucken wir mal. Da haben wir zum Beispiel ein Viech, welches da hinten... Ach ja, die Feuerwarane haben wir ja. Die haben wir doch auch gekillt. Gucken wir aber trotzdem mal ins Logbuch, liebe Freunde, die Mutprobe, die mir ja der Josh aufgegeben hat. Sollte irgendwo im Tal ein seltsamer Bluthund herumlungern. Ja, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal auf die Suche nach dem seltsamen Bluthund. Das sind die Leute, die... Also, ne, die Leute, sag ich schon. Das sind doch die, die immer das Feuer am Popo haben. Ne? So. Also, wenn hier ein Feuerwaran ist, dann gibt es hier bestimmt noch mehr Feuerwarane. So. Oh. Birkenwald. Ja, für mich ist das hier ein Birkenwald. Das ist eine Eiche. Das sieht man an der Rinde. Gucken wir mal weiter. Und dann haben wir hier noch einen kräftigen Scavenger. Was ist das? Ach, so sehen die Waldgallentäublinge aus. Mhm. Also es sieht eher mal nach so einem Röhrling aus. Okay. Gut, dann haben wir auch das. Dann haben wir hier noch eine Waldbeere. Schön. Das habe ich mal ganz klassisch gelootet. Okidoki. Da hinten noch mehr. Okay, gehen wir mal dahin. Still. Still, ich muss mal gucken, wo ich mich hier genau befinde auf der Karte. Aha, okay. Das heißt, ich müsste noch mal ein bisschen hier rüber gehen. Und hier ist noch ein Waldgallentäubling. Ich gucke mal im Inventar, wie die aussehen. Da sind sie auch schon. Ja. So sehen die Waldgallentäublinge aus. So, und ich höre im Entferntesten, also in der Entfernung. Hier, hört ihr auch. Molarat. Könnte auch ein Dachs sein. Die haben ja die gleichen Sounds. Estratten. Das ist hier. Hä? Geht das hier wieder runter? Ach, sind wir jetzt wieder am Graben hier oder was? Moment, irgendwas. Die Musik ist jetzt dramatisch geworden. Da unten. Ach, dann gehen wir doch mal eben runter. Was soll's? Machen wir hier keinen für. Machen wir hier doch nichts Besonderes. So. So, Waldgallentäublinge. Bin ich gut fotografiert übrigens. Also gut texturiert auch. Lowpoly. Lowpoly und dann eine gute Textur drauf. Da kann das. Braucht das nicht so detailreich sein. Ich habe mal selbst mal so ein bisschen geblendert, so 3D-artistisch. Ja, das war jetzt, wo wir schon mal waren. Jetzt hat sich hier was Neues gespawnt. Bin aber noch nicht fertig mit dem Bereich. Deswegen gehe ich nochmal hier auf die andere Seite. Und schaue nochmal, was sich hier noch weiter verbirgt. Wie zum Beispiel ein Heilkraut. Kann das sein, dass wir jetzt neue Gegner gespawnt bekommen haben? So wie auch Heilkraut. Da war ich doch schon. Otter. Nee, am Ende war ich noch nicht. Alle kräftig. So. Waldmeuchel und Waldgallentäubling. Na, das gibt eine leckere Suppe. Ach ja. Gehen wir nochmal hier eben kurz gucken. Na, da ist nichts. Das war noch ein bisschen Sonnenfleck. Waldbeere. Hier ist noch was. Waldbeere. Okay. Hier nochmal quer durch.
Ja, also die sind wohl selten und rar, diese Waldgeilen-Täublinge. Hä, bin ich jetzt wieder da, wo ich... Ja, okay. Dann gehen wir mal hier noch weiter durch. Da, wo Udo und Konsorten waren. Vielleicht sind sie ja neu gespawnt. Hallo. Nee, das ist die falsche Seite. Das ist wieder hier dort. Okay. Wo ist dieser Hund? Ja, okay. Warum ist dieser Abgrund eigentlich eingezeichnet? Doch, so leicht. So leicht ist er eingezeichnet. Gucken hinten links, ob ich da irgendwie was sehen kann. Ah. Ach, hier war ich doch schon überall drauf. Und da haben sich hier wieder neue Sachen hingespawnt. Glaube ich eher nicht. Nicht hängen bleiben. Nee. Man weiß es nicht. Okay. Bevor ich mich hier dumm und dusselig suche, überspringe ich das mal und blende mich wieder ein, wenn ich wieder was gefunden habe. Liebe Freunde. Ja, da haben wir auch schon was. Und zwar die Pestratte am Graben hier. Also hier, da wo der umgeknickte Baum ist. Und wie es aussieht, gibt es hier was Neues. Also nochmal gut gucken. Weil wir brauchen ja genau diese Pilze. Bin jetzt hier nicht so der Pilzkenner, aber einige Pilze kann man wohl gut erkennen. An der besonderen Färbung oder so. So, gibt es denn hier noch irgendwas in der Ferne? Nein, noch nicht. Gucken wir mal, wie viel haben wir denn von den Waldgeilen? Oh, 6 Stück, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. So, ich bin dann auf der Suche nach dem feurigen Hund. Mit dem feurigen Hintern. Ihr wisst das ja, ihr kennt die ja, die Monster. Ach ja, jetzt haben wir hier das Lagerfeuerle. Lauflieder. Okay, ich melde mich dann wieder. So, liebe Freunde, da befinde ich mich wieder. Und auf einmal, beim Suchen von Waldgeilen-Täublingen, habe ich hier irgendwas entdeckt. Ein Waldgolem? Aber seit wann schießt der Feuer? Okay. Nein. Okay. Jetzt muss ich mir das Ganze doch mal aus der Nähe angucken. Okay, das ist ein... Ist ein was für ein Golem? Ja, doch ein Waldgolem. Aha, jetzt bleibt er stehen. Okay, er will nicht weiter. Er kommt auch nicht weiter. Was hat denn da gerade Feuer gespuckt? War das der Waldgolem? Sehr merkwürdig. Ja, oder aber irgendwas war noch bei ihm. Aber. Nee. Dieses Feature kannte ich auch noch nicht. Sehr überraschend. So, hier an der Stelle war das, wo ich ihn entdeckt habe. Da, wo die Morchel da, nee, der Waldgeilen-Täubling ist, den wollte ich nämlich auflesen und auf einmal kam dann da einer raus. Und das war dann erstmal das Feuergedöns von dem Waldgolem. Mann, oh Mann, oh Mann! Das Unwies! Also, wir befinden uns hier im Tannenwald, ne? Also, unverkennbar. Das ist der Tannenwald, okay. Und der Tannenwald befindet sich. Okay, hier rechts, in verlassene Mine am Pass. Okay, die ist ja oben drüber. Ja, dann würde ich mal sorgen. Hier in der Nähe ist nichts. Ich schalte mich wieder ein, wenn es wieder was gibt. Und ein paar Schritte weiter gibt es sogar einen schwarzen Wolf.
Also definitiv ist sie für was Neues eingespawnt. Weil ich erkenne jetzt nämlich wieder die goldenen Glühwürmchen hier vor mir. Und ich hätte es mir gemerkt, wenn hier schon vorher ein Waldgallentäubling gestanden wäre. Da hinten sind die anderen. Gucken wir erst nochmal rum. Gehen erstmal hier in den Bereich rein. Oh, noch ein Waldgallentäubling. Gut, dass die Pilze so auffallen. So von der Ferne aus. Wie viel haben wir? 11. Ich brauche nur noch einen und einen habe ich schon gesehen. So, Dille. Was ist denn das? Eine Truhe? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Ah ja, richtig, genau. Ja, seht ihr, da waren wir schon mal vorbeigekommen hier in der Ecke. Genau in der Ecke war das nämlich. Und da braucht es auch einen Schlüssel für. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass hier Schlüssel rumliegen. Aber kann ja sein. Wo war ich das ja wirklich, ne? So, jetzt gehen wir erstmal hier noch ein bisschen entlang. Dann haben wir 12 Waldgallentäublinge. 10 Waldmorcheln. So, okay. Muss durch. Da ist was. Da ist er. Da ist er, der Popo-Brenner. Doch, das ging besser. Sodele. Jetzt bin ich ungefähr wieder an der Stelle, wo mir dieser Bluthund begegnet ist und nicht der Feuerteufel, also nicht der Hund mit dem brennenden Popo. So, ah ja, richtig. Na, ich hatte nämlich einen Speicherstand gehabt, der noch ein bisschen weiter weg war. Deswegen, da ist er. Seltsamer blutenden Hunden. Hunden in Bluten. Und natürlich habe ich eine bessere Rüstung angezogen. Okay. Denn ist natürlich klar, dass er mich dann mit einem Haps wegnimmt. Ist denn das jetzt der seltsame... Hier, Krallen des seltsamen Bluthundes. Das kann es ja nur sein. Für die Mutprobe. Okay, einen Eintrag gab es nicht. Ist klar, aber dafür haben ja uns die Krallen was beschert. Oh, hä? Gibt es denn hier noch was? Noch mehr an... ja, Früchten. Ich habe ja die Morcheln alle, beziehungsweise die Waldgallentäublinge. Die Morcheln gab es ja vorher schon. Liebe Freunde, wie mir aufgefallen ist, als wir zum ersten Mal hier in diesem Bereich waren. So, Delle. Dann, ja, den schwarzen Wolf. Klar, erledigt. So, dann gucken wir uns mal im Pilzkörbchen um. Was wir da haben. 28 Waldmorcheln und 11 Waldgallentäublinge. Hier gibt es noch ein paar Giftfliegen. Okay, bis die dann auf mich aufmerksam werden. Ich habe ja noch ein bisschen Abstand hier. Ich muss erst mal gucken. Brauche ich nämlich noch einen Waldgallentäubling, liebe Freunde. Dann haben wir alles. So, wie nah ist er dran? Doch, die ist schon einigermaßen nah dran. Los, treff. Genau, richtig. Da ist wieder der 12. Nicht wieder, sondern das Nebberkraut und die Giftfliege. Das ist schön. Jetzt haben wir, was die Pilze angehen, erstmal alle Zutaten beisammen. Schön. Wir haben die Krallen von dem seltsamen Bluthund. Und jetzt gucken wir nochmal weiter, ob sich nicht irgendwas noch hier verbirgt. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Ah, hier ist sogar der Wall eingezeichnet. Also das hier, wo es hier hochgeht. Ich will ja trotzdem nochmal hier in dieser Ecke gucken. Nö, das haben wir durch. Okay. Ahahaha. Jetzt könnten wir eigentlich hier mit der Suche aufhören. Es sei denn, es ist noch irgendwas hier in der Nähe. Und es ist auch noch was hier in der Nähe. Und zwar gibt es hier Pestratten. Alle nochmal. Und noch. Jetzt haben wir 13.
Ja, seht ihr, hier sind wir wieder angelandet. Schwarzer Wolf, schauen wir mal. Sind wir nah genug dran? Das ist vielleicht. Moment mal, ist das hier der Buchenwald? Gucken wir uns mal die Rinde an. Ne, das ist noch Tannenwald. Okay. Aber ich stehe im Tannenwald, denn wo ist jetzt mein Wald? Ja. 13? Ne, 14, ne? Genau. Schade, dass ich hier nicht irgendwie was gefunden habe, was leuchtet. Ach, das ist das Lagerfeuer. Was so aussieht wie eine Rune hier für dieses Gebiet, damit ich hier schneller zu den Herren. Zu den Herren Banditen komme. Oh, komm. War hier jemand? Nein. Okay, liebe Freunde, ich werde mich dann jetzt mal in die Hafenstadt begeben. Ich brauche nämlich noch Brot für Baloro. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Brot für Baloro. Wir sehen uns in der Hafenstadt, die ich hier definiert habe. Ach ja, schön wieder hier zu sein. Speichern wir mal. Ach ja, gehen wir mal erstmal schön schlafen. Bei ihm, Matteo, oder? Ach, gehen wir zu Matteo schlafen, richtig. Dann können wir ja auch ein bisschen uns erholen. So, das war das mit dem Brot. Ich brauche ja Brot. Matteo? Zeig. Was hast du denn da? Du hast zum Beispiel 6 Brote, das ist gut. Dann mache ich mal. Dann kaufe ich mal die 6 Brote. Dann kauf. Was hast du denn hier für eine Fisch? Ach, die ist blöd, die Fischsuppe. Noch irgendwas Interessantes. 5 Eintöpfe. Okay. Käse kaufe ich auch mal ein bisschen. Ich liebe Käse. Ja, dann hätte ich jetzt wohl also sozusagen die Brote schon mal zusammen. Wo ist meine Liste? Brot habe ich 3 Stück. Wenn ich 6 gekauft habe, habe ich 9. Und ich bräuchte. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, wie viel bräuchte. Wie viel Baloro braucht. Oder nee, er brauchte, glaube ich, nur 3 Brote. Gucken wir doch mal eben nach in der Questlog. So. 3 Laibe Brot, okay. Dann haben wir es ja dicke. Ich hätte auch zum Bäcker gehen können, liebe Freunde. Das werde ich doch mal machen. Weil ich ganz gerne wissen möchte, ob er sich denn auch, wie soll ich sagen, ob er sich auch aufbrezeln lässt. Aufbrezeln lässt. Ja, ob er die Brezen wieder hat, die gewürzigen Brezen. Das wäre so schön. Das wäre echt total cool. Oh, hast du ein neues Backwerk, Bäcker? Zeig mir deine Ware. Nee. Er hat leider nur das Brot, Brezen und normale Brötchen. Schade, adu, ade. Apfelkompott, das brauche ich ja noch. Also kaufen wir Birnenkompott und Apfelkompott. Dann kann ich endlich wieder kochen. Und zwar richtig schöne Apfelkompott, die machen stark. So, dann werde ich die mir mal durchlesen, die Sachen. Dann muss ich natürlich wieder die Rezepte hier suchen, wo die alle sind, Unterschriften. Einmal Rezept Birnenkompott. Was brauchen wir denn dafür? Beim Birnenkompott benötigt man lediglich 10 Birnen und eine Flasche Wasser. Und kein Salz. Schön, dann machen wir mal gleich weiter gucken, was die nächste gibt. Da sind 2 weiter. Da ist der Apfelkompott. Da braucht es für. Apfelkompott. Für einen Apfelkompott benötigt man lediglich 10 Äpfel und eine Flasche Wasser. Das Ganze muss im Kessel zugemattet werden, kalt stellen. Kalt stellen. Mhm. Ja, dann wird es ein bisschen fester, weil in Apfel ist nämlich Pektin drin und das ist sozusagen so eine Geliermasse. Ne? Also Pektin, da wo man auch mit Marmeladen einkocht. Ja, überlege ich nochmal und speichere mal. Denn gucken wir nochmal ganz genau im Schmugglerversteck. Also, Krüger hat im Auftrag Pilze für seine Suppe. Er benötigt 10 Waldmeuchel, 12 Halmen. Rivers gab mir den Auftrag, Banditen Udo Varan zu
Udo Warahan Waren zu verkaufen. Dieser befindet sich in seinen Leutengrenze zwischen Buchen und Tannenwald. Haben wir ja gekillt. Schade eigentlich. Über den Boss der Bande wollte mir Rivers nichts sagen. Rivers kommt aus der Strafkolonie und lebte mit alten Nagers. Ja, das hat er erzählt. Über sich haben wir gehört. Und hier, Baloro legt jeden neuen rein. Ich sollte ihm nicht alles glauben. Also sobald ich weiß, ich mach dir eine Waffe, mit der du alles killen kannst. Ne? Das kennen wir ja noch aus irgendeiner Mine. In Gothic 1, beim neuen Lager, soweit ich das noch im Kopf habe. Und Josh gibt mir erst den Auftrag, wenn ich seine Mutprobe bestanden habe. Die Sachen haben wir alle. Vergrabenes Zeug könnte ich jetzt machen, aber ich möchte wieder zurück zur... So, da geht's nicht hin. Ich möchte wieder zurück zum Schmugglerversteck und da schwupps ich mich im Schnelldurchlauf hin. Schwupps, die Wups, da sind wir. Man findet immer was Neues. Auch im Wald habe ich wieder ein paar Kräuter auflesen dürfen. Suppi, jetzt sind wir wieder. Oh, umziehen nicht vergessen. Ja, da hat mir doch einer irgendwas gegeben, was so lustig aussieht. Beziehungsweise Bürgerkleidung. Bürger. Schwarze Bürgerkleidung. Sträflingskleidung. War das die, die er mir gegeben hat? Landstreicherkleidung, Bauernkleidung, Lederrüstung, leichte Marinerüstung, Piratenrüstung, Assassin. Nee, das wird wohl die gewesen sein, die mir der Asche auf mein Haupt, ich habe den Namen vergessen, gegeben hat. Ziehen wir die doch mal an. Nee, es ist kalt draußen, mag ich nicht. Die finde ich noch immer noch hübscher, die Rüstung. Okay, machen mal die Tür auf und dann gehen wir als erstes runter. Sup. Batsch, einmal. Ach, kann ich auch hier runterspringen? Da tut mir nichts. Was für Schwächlinge hier, die Leitern. Sup. Achtung, fertig. Brady. Hat ja nix. Der Krüger hat die Pilze zu kriegen. Ich habe die Pilze. Dann mal her damit. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Ne, das war alles. Gibt es auch so etwas wie eine Belohnung? Ja. Klar. Hier hast du einen Teller Pilzsuppe. Lass es dir schmecken. Wow. Aber Waldpilzsuppe. Ja? Wie geht's? Gut, kann mich nicht beklagen. Dann ist ja schön. Dann gucken wir uns mal auch gleich die Waldpilzsuppe an. Ich bin gespannt, wie die aussieht. Gehen wir erstmal hier unter Nahrung. Da ist sie schon. Die sieht aus wie Crawler-Suppe hier. Okay, die gibt 60 Lebensenergie, hat 80 Wert. Auch schön. Ja, die Mutprobe habe ich gemacht, Josh. Das Vieh ist tot. Hier hast du seine Kralle. Donnerwetter, ich bin beeindruckt. Dieser Bluthund sah wirklich ziemlich seltsam aus, als käme er geradewegs aus Belias Reich. Ja, sowas habe ich mir auch gesagt. So einen Bluthund habe ich vorher nie gesehen. War das Tier schon immer in diesem Tal? Nein, es ist erst vor kurzer Zeit hier aufgetaucht. Keine Ahnung, wo es herkam. Gut, dass es tot ist. Ich hoffe nur, dass nicht noch mehr kommen. Was ist jetzt mit deinem Job? Den sollst du haben. Schön. Aber wenn es so gefährlich ist, muss sich das schon für mich lohnen. Einverstanden. Aber mehr als 100 Goldstücke kann ich dir nicht geben. Gut. Sag mir, um was es geht. Es handelt sich um zwei verschlossene Kisten, in denen sich geschmuggelte Waren befinden. Und wo sind sie? Weiter nördlich gibt es einen Turm, der einem Schwarzmagier gehört hat. Sein Name war, glaube ich, Xardas oder so ähnlich. Ich kenne den Turm. Umso besser. Unterhalb davon ist ein Tal und im hinteren Teil davon befindet sich eine Höhle. Dort sind die Kisten. Und das soll gefährlich sein? Klingt eher nach einem Spaziergang. Spaziergang? Von wegen. In dem Tal gibt es gefährliche Monster. Die machen Hackfleisch aus dir. Oh. So?
Dann mache ich mich mal auf den Weg und sehe mir deine Monster an. Na, ob das gut geht. Okay, dann gucken wir nochmal sicherheitshalber rein. Das Tal, das kennen wir, das ist das Lestertal, würde ich sagen, da wo Lester steht. Saß. Ja. Dann Handel mit Banditen, Rivers. Ja, das ging ja nicht. Billiger Fusel. Ja, stimmt. Oh. Vergessen. Naja, das können wir ja auf dem Viech dahin machen. Brady war das. Verlockendes Angebot. Das war das. Schmugglerversteck. Josh gab mir jetzt in Auftrag. Jep, das war das Mixadas. Gucken wir mal unter erfüllte Missionen. Die Mutprobe, Pilze und Banditenaxt. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Moment mal. Rivers. Dem wollten wir noch sagen, dass... aha. Erzähl. Gut. Ist ja interessant. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, dass Udo tot ist. Das habe ich nämlich ihm gar nicht gesagt. Oder war das jetzt nicht er hier? Moment. Ups, jetzt läuft er mir vorbei, sorry. Ja, es war Rivers. Also die Option gibt es nicht mehr. Oh, Stängel Sumpfkraut. Ja, dann gehen wir wieder hoch zu Baloro. Was haben wir denn noch hier gehabt? Eine Kiste mit Proviant. Dunkelpilz. Brady, alchemitisch, könnte man was machen. Ja, ja, jetzt hoch. Also ich weiß nicht, warum habt ihr denn hier Leitern hingebaut? Barrierefrei ist das aber auch nicht. Baloro. Ja, das ist jetzt dull. Ich hab doch jetzt alles. Muss ich nochmal checken. Also. 5 Äpfel, 5 Flaschen Wacholder-Schnaps. Habe ich alles aufgeschrieben. 10 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 5 Weintraubenreben. Habe ich alles aufgeschrieben. Und das gucken wir jetzt nochmal gemeinsam in unserem Inventar an. Von den 5 Äpfeln habe ich insgesamt 70. So, dann Wacholder. Befindet sich hier und davon habe ich 62. 3 Laibe Brot, davon habe ich 6, ne, ganz normales Brot. Dann Bier, habe ich hier 71 plus 7. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Braucht er dieses Bier oder dieses Bier? Also es gibt da 2 unterschiedliche Sorten. Dunkles Paladiner ist das und das ist normales Bier. Dann wird es wohl das sein, was? Käse haben wir auch genug. Und Weintrauben. Reben. Für mich sieht das aus wie eine Rebe. Ja, dann liegt es daran. Dann liegt es wohl daran an diesen... an dieser normalen Biersorte. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Bier finden. Bei wem? Bei Cardiff. Cardiff soll's doch noch was zu punchen. Ja, da muss ich was Gepunchtes verkaufen. Moment mal, war das hier? Koragon, nee, wo ist denn Cardiff nochmal? Cardiff ist. Oh, Moment, der ist unten im Hafen. Sorry. Unten im Hafen. Gucken, wo ist das Hafenteil? Das Hafenteil. Da geht's runter. Ich verwechsel diese Wirte immer. Stell dir mal vor, die ganzen Kneipen heißen alle Wirt. Die Wirte der Wirte. Mo. So, da ist der Cardiff. Brady schickt mich. Erstmal gucken, ob er überhaupt zeig Bier, mir deine Ware. Normales Pilz im Angebot hat. Ja, perfekt hat er sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 7 hatte ich. Na gut, okay, jetzt habe ich 12. Dann ist gut. Dann Brady schickt mich. Brady schickt mich. Brady? Kenne ich nicht. Vielleicht jetzt? Das muss nicht jeder hier mitbekommen. Um was geht es?
Brady möchte 10 Flaschen guten Schnaps verkaufen. Brady verkauft guten Schnaps? Das ist ja kaum zu glauben. Zeig her. Pfui Teufel! Dachte ich es mir doch. Das ist der schlimmste Fusel, der mir jemals angeboten wurde. Na komm, so schlimm wird das schon nicht sein. Hast du eine Ahnung? Ich bin noch nicht lebensmüde. Das ist hochprozentiger Alkohol. Mit diesem Zeug würde ich nur meine Gäste vergiften und dafür in den Knast gehen. Dieses Zeug kann kein Mensch trinken und taugt höchstens als Reinigungsmittel. Richtig. Dann nimmst du eben den Schnaps für was anderes. Also, wie sieht es aus? Ach, ich sehe schon. Brady scheint wieder einmal völlig abgebrannt zu sein. Das liegt wohl daran, dass die Geschäfte wegen den Orks so lange ruhen mussten. Eigentlich kann ich diesen Fusel überhaupt nicht gebrauchen. Doch. Aber da ich mit Brady bisher gute Geschäfte gemacht habe, drücke ich ausnahmsweise ein Auge zu. Ich gebe dir 10 Goldstücke für jede Flasche. Das wird jetzt wieder übel. Aber ich kann ja nochmal speichern, das mache ich jetzt auch. Ja, dann machen wir hier nochmal einen Handel. Das ist zu wenig. Brady will 25 pro Flasche. Ah, der spinnt doch. Das kann er vergessen. Es sei denn was? Du legst noch was drauf und dann gebe ich dir für alle 10 Flaschen 250 Goldstücke. Was verlangst du? Wenn du Brady kennst, kennst du sicher auch Krüger. Mhm. Natürlich. Krüger hat ein Rezept, welches mich interessiert. Besorg es mir und du bekommst dein Gold. Lass mich raten. Ich soll es ihm klauen, da es dir nicht freiwillig geben wird. Psst, nicht so laut. Wie du an das Rezept rankommst, ist mir egal. Das ist deine Sache. Ja, das ist schön. Das ist echt schön, da können wir nämlich hier wieder 2 Fliegen mit 8 Klappen schlagen. Um was für ein Rezept handelt es sich? Ja, um das Rezept seiner Waldpilzsuppe. Genau. Die Suppe ist einfach köstlich und würde sich mit Sicherheit gut verkaufen. Ja, kriegst du auch. Doch der alte Sturkopf war nicht bereit, mir das Rezept zu geben, obwohl ich bereit war, ihm 100 Goldstücke dafür zu geben. Na schön, ich werde sehen, was ich machen lässt. Gut. Wenn du das Rezept hast, kaufe ich dir alle 10 Flaschen für 250 Goldstücke ab. So, hier das Rezept. Hier, das Rezept. Ja, das ist es. Das hast du gut gemacht. Was ist jetzt mit unserem Handel? Ein Deal bleibt ein Deal. Hier hast du deine 250 Goldstücke. Und hier hast du die Flaschen. Warte, du kannst Brady was von mir ausrichten. Was? Wenn er es noch einmal wagen sollte, mir billigen Fusel anzudrehen, bekommt er von mir Lokalverbot. Okay, liebe Leute, jetzt hat er wahrscheinlich nur noch eine Handelsoption, richtig, genau. Und an dieser Stelle haben wir ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, aber dafür haben wir dabei noch ein bisschen was geschafft für die Banditen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen. Nur eigentlich selbstredend, finde ich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.